Dann trink du es vielleicht besser. Soll ich es zurücknehmen? Nein, es ist gut. Freut mich zu hören. Fable, was darf es für dich sein? Vielleicht etwas, womit ich mich fühle wie eine Wolke. Als wäre ich so leichtfüßig, dass ich praktisch schwebe. Ich glaube, da kann ich helfen. Jetzt will ich aber mal erfahren, was bei denen los war. Dass der eine Charisma braucht, der andere sich wie eine Wolke fühlen will. Ja, ist klar. Same wie immer. Phoebus Lieblingsdrink. Da machen wir auch keine Experimente. Jetzt noch ein bisschen Schild. Schneller Schluck. Dann streicheln. Das Übliche für meinen üblichen Favoriten. Danke, das ist köstlich, wie üblich. Das höre ich gern. Oh, stimmt. Ich merke deinen neuen Ausschnitt. Oh, wirklich, danke. Stimmt ja deine neue Frisur. Steht mir gut, nicht wahr? Xi. Hier hat eine neue Frisur. Ich gehe mich vergraben. Sorry. Passiert mir auch noch. Ich bin nicht fehlerlos. Kumo hat sie mir geflochten. Er hat mir geholfen, mich zu beruhigen, nachdem wir die Marie Morgan getroffen haben. Ich sollte von vorne anfangen, oder? Das wäre gut. Okay, womit hat es denn angefangen? Das Schiff nach Boreas. Genau. Ich war etwas besorgt wegen unserer bevorstehenden Reise. Immerhin ist die Boreasee berüchtigt dafür, wie hart sie zu bereisen ist. Die ganze wilde Magie dort. Aber bevor wir Senüf verließen, trafen wir auf Una. Sie war gerade in einem Armdrücken mit Nico verwickelt. Also fragten wir sie um Rat. Wir dachten, sie wäre dort schon immer gewesen. Ihr hättet auch mich fragen können. Sie war näher. Na gut, hatte sie gute Hinweise? Die hatte sie. Dank ihrer Hilfe konnten wir die ganzen Mahlströme, Brandungspfeiler und Eisbergelementare umgehen. Das klingt nach einer sehr entspannten Reise. Oh ja, und ausgesprochen inspirierend. Wir konnten die Not dichter an Himmel sehen, als wir näher kamen. Auch ohne die Sterne dahinter war die Schönheit atemberaubend. Ich habe sogar mit einem neuen Lied angefangen, aber es war noch nicht so weit, dass es andere hören sollten. Ich wollte nur ein klein wenig vorhören. Dann solltest du das nächste Mal leiser hören. Ein neues Lied? Darf ich es hören? Noch nicht. Dank Unas Ratschlägen kamen wir schneller nach Boreas, als wir erwartet hatten. Wir legten weit abseits der üblichen Routen an. Dementsprechend leer war es dort. Die Natur hatte bereits angefangen, sich den Ort zurückzuholen. Es war ziemlich aufregend. Das klingt auf jeden Fall ziemlich abenteuerlich. Auf dem Weg zum Trotzil wurden wir schnell von dem Nebel eingeschlossen, der die ganze Insel bedeckt.
Er bewegte sich, als sei er lebendig. Seltsame Formen, die nur darauf zu warten schienen, alles Lebende zu verschlingen. Das Unterholz raschelte durch den Wind oder unaussprechliche Kreaturen des Waldes. Das wussten wir nicht. Die Bäume sahen aus, als würden sich Tore zu anderen Welten aus ihren vertrockneten Höhlen schälen. Unsere Atemzüge wurden von schrillen Schreien begleitet, die direkt über uns zu schweben schienen. Es war beinahe idyllisch und gruselig. Vor allem gruselig. Ich hätte nichts dagegen gehabt, so weiterzugehen, bis wir auf etwas gestoßen wären, aber es war ein wenig frisch. Und weiter. Ich habe schließlich eine Bewohnerin der Insel nach dem Weg gefragt. Bei unserer Erkundung stießen wir auf eine Dichtung, umgeben von gewaltigen Bäumen. Oder besser gesagt, einem Baum. Sie waren miteinander verbunden und verschlungen. Und durch eine Lücke in ihren hölzernen Umarmungen rann ein Wasserfall ohne klaren Ursprung in einen kleinen Teich. Und darin ruhte eine Nymphe, eine echte Nymphe. Und ihr habt eine Nymphe beim Baden gestürzt. Sie hat Blumenkränze für Fische geflochten. Sie war wunderschön. Lange, schwarze Haare und eine Haut, die im Sonnenlicht glitzerte, das von dem Wasserfall auf sie geworfen wurde. Ihre Augen leuchteten wie Edelsteine und ihr Lächeln war voller Güte. Sie sah okay aus, aber sie war auch die einzige Person weit und breit. Und Fail hat sie nach dem Weg gefragt. Nein. Himmel hat sie über alles Mögliche außer dem Weg gefragt. Ich habe sie nach dem Weg gefragt. Sie war sehr hilfsbereit. Sie hat uns sogar ein Geschenk mitgegeben. Ein Geschenk? Und wie nett. Oh, Stöpsel, ging das Lied der Banshee, sodass unsere Knochen nicht zertrümmert werden. Sehr hilfreich. Habt ihr im Gegenzug angeboten, ja eine Werbemelodie oder so etwas zu schreiben? Tatsächlich, ja. Sie sagte, wenn wir unser Treffen mit der Banshee überleben, könnten wir zurückkommen. Und sie würde überlegen, ob sie eine Werbemelodie braucht. Sie dachte darüber nach, eine Libellenausstellung zu öffnen. Also vielleicht dafür. Wer wäre da ihr Zielpublikum? Frösche? Und Krücken. Die Banshee war erst einmal wichtiger. Mit dem Ohrstöpsel im Gepäck machten wir uns auf zur Lagune der Leere, still wie Schatten. Wir sind nett spaziert und haben uns über unsere Lieblingslibellen unterhalten. Und als wir an der Lagune der Leere ankamen, umhüllte uns dichter Nebel. Es war so kalt, dass wir unseren eigenen Atem sehen konnten. Und dann hörten wir es. Ein Lied, das alle Trauer der Welt in eine Note trug. Es klang wirklich schön. Es lagen so viele Gefühle darin. Trauer, Sehnsucht, Verlangen, Wut. Wir wollten höflich sein und abwarten, bis sie fertig war. Aber das Lied ging immer weiter. Wie wenn man weint und einfach nicht aufhören kann. Also entschied ich mich, ein wenig unhöflich zu sein und einfach Hallo zu sagen. Genauer gesagt, hat Xir gesagt, Hallo, liebe Banshee, dein Lied ist sehr schön. Das hat sie so verwirrt, dass sie aufgehört hat zu singen. Und als sie lächelte, entblößte sie eine Reihe tödlich scharfer Reißzähne. Sie war wirklich nett. Sie fragte, ob wir gekommen wären, um etwas aus ihrer Lagune zu stehlen. Als wir das verneinten, hat sie uns eingeladen, damit mit ihr zu singen.
Und habt ihr? Natürlich. Es war irgendwie schön. Das war's. Und danach dachte ich mir, wenn wir die Magimogen ansprechen müssen, dann wir müssen jetzt. Also fing ich an, indem ich sie fragte, du singst bestimmt häufig mit deiner Freundin, oder? Sie sah mich an und mit einem Mal war ihr Blick voller Hass und Wut und sie fing an zu schreien. Zum Glück hatte ich die Ohrstöpsel, ansonsten wären meine Knochen wahrscheinlich geschmolzen. Das war unser Zeichen zu gehen und so zog ich Fable zurück ins Dickicht des Waldes. Natürlich konnten wir es nicht bei diesem Fehlschlag belassen. Es suchten wir nach etwas, mit dem wir unseren guten Willen demonstrieren konnten. Wir fanden einige pinke, stachelige Früchte auf, mit einem Muster wie kleine Geisterschildkröten drauf. Wir dachten, die könnten ihr gefallen. Sie gefielen ihr, immerhin genug, dass sie zu schreien aufhörte und wir miteinander reden konnten. Die Lagune ist übrigens wunderschön. Das Portal in den Abgrund des Zwielichts ist genau in der Mitte. Die Dunkelheit, die daraus entweicht, taucht das Wasser in ein wunderschönes dunkelblaues Wolkenmuster. Es schwammen auch jede Menge Knochen darin. Ich hätte dir fast einen für dein Gasthaus mitgebracht. Warum hast du das nicht? Ich dachte nicht, dass du es mögen würdest. Ich mag Knochen. Das merke ich mir dann wohl besser. Die Banshee hat tatsächlich einige der Knochen herausgefischt, um mit ihnen herumzuspielen. Es hat sie davon abgehalten, jedes Mal zu schreien, wenn sie von der Marie Morgan sprach. Oder Machamon, wie sie sie nannte. Anscheinend hat die Marie Morgan all ihre Nachrichten ignoriert. Seitdem die Banshee in der neuesten Ausgabe von Der letzte Schrei zum schrecklichsten Monster von Gaia gekürt wurde, sagt uns, dass sie ein tiefer Riss in ihrer Beziehung verursacht hat. Und dass sie enttäuscht ist, dass die Marie Morgan einen dummen Narrenziehen mehr Bedeutung vermisst als ihre Beziehung. Wir fragten sie, ob sie darüber mit der Marie Morgan sprechen wollte. Aber sie meinte, dass sie sich nicht dafür entschuldigen müsste, schrecklich zu sein. Aber sie war sehr dankbar dafür, dass sie mit uns darüber reden konnte. Sie hat ihre Gefühle die ganze Zeit heruntergeschluckt, weil sie Baja nicht mit ihrem Drama nerven wollte. Am Ende bot sie uns sogar an, dass wir die Nacht in ihrer Höhle ganz in der Nähe verbringen könnten. Das war wirklich nett von ihr. Und habt ihr in ihrer Höhle genächtigt? Wir haben darüber nachgedacht, aber sie waren bis zur Decke mit den Reichtümern vertrauten gefüllt. Ein viel zu verlockender Anblick, um an Schlaf zu denken. Ihr habt Schätze gefunden? Jetzt bin ich neugierig. Was denn so? Gold, Knochen, Schädel, Juwelen, jede erdenkliche Größe. Und eine Laute. Sie war kaputt, aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. Es gab auch einen silbernen Spiegel, in dem lauter Herzen inkarniert waren. Kumo hat sofort erkannt, dass er magisch sein musste. Melina hatte mir vor kurzem ein Buch über magische Sigille gezeigt. Als der Magier ihn sofort und seine Bibliothek zeigte, es war ein Spiegel des weiten Rufs. Er lässt dich mit jeder Person auf dieser Ebene der Existenz sprechen, vorausgesetzt, du hast sie schon einmal gesehen. Also hast du Melly kontaktiert? Nein, die Marie Morgan. Ah, das macht schon mehr Sinn. Wie lief es?
Also, ich musste sie rufen, weil Kumo sie noch nie getroffen hatte. Als ihr Gesicht im Spiel erschienen konnte, bin ich vor Angst erstarrt. Und sie sah mich an. Ich fühlte mich direkt in den Aschenhain zurückversetzt, wie ich eine Abenteuergruppe in ihr Verderben führte. Und ich konnte nicht. Also nahm ich Fable den Spiegel ab. Die ersten Worte der Marimogen waren Drohungen, was sie uns antun würde, wenn wir die Banshee verletzt hätten. Natürlich hatten wir das nicht. Dann beruhigte sie sich zuerst. Bis ich sie fragte, warum sie nicht hier war, wenn sie sich so sehr um die Banshee suchte. Anstatt die Fragen zu beantworten, befragte sie uns über den Zustand der Lagune. Sie beschwerte sich, dass es mit den ganzen Touristen dort fürchterlich laut sein müsste. Natürlich war hier kein Touristen, jedenfalls keinen Lebendigen. Das habe ich ihr gesagt. Und sie fragte mich, was ich dann in dieser Höhle zu suchen hätte. Also antwortete ich ihr ehrlich, dass die Banshee uns einen Platz zum Schlafen geboten hatte. Mir wurde schnell klar, dass die falsche Antwort war. Schwarzblut rann aus ihren Augen und sie verfluchte uns in einer uralten Sprache. Der Spiegel zerbrach und schwarzes Wasser rann heraus. Es war fürchterlich. Und wir hätten dort schlafen sollen, sonst könnte sie nicht jede Sekunde aus dem Spiegel herausbrechen. Nachdem das passiert war, dachte ich, dass wir unser weiteres Vorgehen an einem anderen Ort besprechen sollten. Also gingen Fabian und ich auf einen Spaziergang. Die Nymphe hatte ein magisches Feld erwähnt, auf dem sie Blumen für die Fische sammelte. Also gingen wir dorthin. Ich dachte, das wäre ein guter Ort, Es war ein guter Ort. Aber ich konnte nicht aufhören zu zittern, obwohl die Blumen wirklich halfen. Genau, wie nicht allein zu sein. Hat Kumo dir dort die Haare geflochten? Ja. Mein Haar war ganz durcheinander und fiel mir immer ins Gesicht und es machte eines noch stressiger. Also setzte er sich neben mich und flechtete es zu einem Zopf, während ich mich mit Reparaturarbeiten an der Laute ablenkte. Er sagte, dass etwas Ablenkung mir gut täte. Und mit ihm zu reden hat mir auch gut getan, auch wenn ich viele dumme Fragen gestellt habe. Sie waren nicht dumm, nur neugierig. Was war deine Lieblingsfrage? Obwohl ich gelernt habe, Haare zu flechten, das hat uns bei unserer Quest tatsächlich weitergebracht. Wie das? Ich habe es von meiner Mutter gelernt. Es ist das Einzige, was ich von ihr übrig habe. So hat sie sich immer entschuldigt. Sie war nie gut mit Worten. Und während ich davon sprach, dachte ich nach. Manchmal sagen Leute nicht das, was sie wirklich meinen. Ich habe davon gehört. Ja. Wie die Marimogen. Sie schien nicht wütend darüber, dass die Banshee sie in irgendeinen Schreckenswettbewerb geschlagen hat. Sie hat es nicht einmal erwähnt. Sie wurde erst wütend, als sie dachte, wir hätten die Banshee verletzt. Oder als sie dachte, dass wir Touristen wären. Oder als wir sagten, dass wir in der Höhle übernachten würden. Sie war neidisch, aber nicht wegen einer Ausgabe von Der letzte Schrei. Wir haben darüber gesprochen und es kam zu dem Entschluss, dass wir sie dazu kriegen mussten, miteinander zu reden. Natürlich war das schwierig, wegen der Distanz, aber ich hatte den Spiegel eingesteckt, als wir gingen. Ich dachte, er könnte nützlich sein. Ey, Madib. Richtig. Und ich nutzte ihn, um Baya Kontakt aufzunehmen.
ich bat sie, der Marimorin auszurichten, dass sie nach Boreas kommen sollte. Fabian erwähnte, dass sie sich durch Pflanzen teleportieren kann, wie auch immer das gehen soll. Das kann sie. Ihr sollt es mal ausprobieren, es ist ziemlich desorientierend. Ich glaube, wir verzichten. Während Kumu die Marimorgen abholte, ging ich zur Banshee, um mit ihr zu sprechen. Sie und ich haben uns über Elaine ausgetauscht. Als wir in der Lagune ankamen, waren sie und die Banshee sofort bereit, sich um den Hals zu fallen. Und nicht auf die angenehme Weise. Aber irgendwie schafften wir es, sie dazu zu überreden, erst einmal miteinander zu sprechen. Wir haben versucht, mit ihnen über ihre Gefühle zu reden, aber sie haben ständig aneinander vorbeigeredet und sich immer weiter voneinander entfernt. Sie stritten über Probleme, die nicht existierten. Aber dann kam mir eine verrückte Idee. Ich holte die Laute heraus und fragte sie, ob sie zusammen ein Lied schreiben wollten. Sie verneinten und meinten, dass ihre Stimme nicht harmonisieren würden, aber ich dachte, dass es sie zumindest vom Streiten abhalten würde. Kumo half mir, indem er einige Regenwolken beschwor, die einen ruhigen, glitschernden Rhythmus erzeugten, und sie zu überzeugen, es einmal zu probieren. Wir baten sie, ihre momentanen Gefühle in Liedform auszudrücken. Sie harmonierten absolut perfekt, als wären ihre Stimmen füreinander gemacht und für den Klang meiner Laute. Es war wunderschön. Und ein wenig schmerzhaft für die Knochen, aber sehr romantisch. Aber was am wichtigsten war, das Lied hat sie dazu gebracht, einander zu verstehen. Kuma hatte recht, die Marimorgen war nicht neidisch, sie hatte Angst, jetzt wo die Banshee so populär war. Sie hatte Angst, dass die Banshee die ganze Zeit beschäftigt sein würde und dass sie keine Zeit für sie mehr hätte. Aber die Banshee versicherte ihr, dass ihr Touristen egal seien. Und dass nur die Marimorgen ihr wirklich wichtig war und Baya natürlich. Sie sagten wir ihr, dass sie auch mit ihr reden sollte und dass sie beide sehr vermisste. Sie stimmten schließlich zu, sich mit Baya zu einem Kaffeekranz in Aschenhain zu treffen, damit sie nicht so weit reisen muss. Hast du sie zu deinem Barbecue eingeladen? Nein. Nachdem es so emotional geworden war, wollten sie etwas Zeit für sie alleine haben. Die Küste war fertig. Wir hatten sie in 2 Tagen erledigt. Ausgesprochen effizient. Leider hatten wir dem Schiff gesagt, dass es uns nach 3 Tagen abholen sollte. Also waren wir auf der Insel gefangen. Seid ihr zurückgeschwommen? Was? Nein, das stimmt mit dir nicht. Ach, nur das Übliche. Wir überlegten, was wir tun könnten, während wir warteten. Also fragte ich nach dem Käsekuchenrezept. Und dann fiel mir ein, dass wir es nirgends backen konnten. Es gibt keine einzige Taverne auf Boreas. Das war eine dumme Idee. War es nicht. Es musste irgendwas auf dieser Insel geben, worin man einen Kuchen backen konnte. Habt ihr es gefunden? Ja, aber das war eine Quest für sich. Zuerst mussten wir den richtigen Ort für unser kleines Abenteuer finden. Und wir trafen schließlich einige Gnome, die in kleinen Häusern auf Pilzen lebten. Und sie boten uns an, dass wir ihre Öfen benutzen konnten. Aber sie waren zu klein, also stellten sie uns den örtlichen Riesen vor. Seine Küche war gewaltig, aber das war immer noch besser als eine, die zu klein war.
Dann halfen die Gnome, der Nymphe und der Riese uns dabei, die Zutaten zu besorgen. Und so konnten wir genug Kuchen für alle backen. Meiner ist ein wenig angebrannt. Aber als wir die zweite Ladung für die Crew unseres Schiffs machten, waren sie schon deutlich besser. Kuhn ist ein wirklich guter Lehrer. Und du bist ein wirklich guter Schüler. Danke. Der Kuchen sorgte für gute Laune auf der Fahrt zurück. Wir mussten ihnen sogar versprechen, ihnen das Rezept zu zeigen, sobald wir zurück im Land waren. Wir waren dann sogar auf der Geburtstagsparty des Kapitäns eingeladen. Sie stellten uns auch einen wandernden Obelisken vor, der uns einige Lieder der Altvorderen sang. Und er zeigte uns eine Abkürzung durch das Ryolith-Gebirge, wo wir einige singende Singvögel trafen. Und jetzt seid ihr hier. Und jetzt sind wir hier. Freut mich, dass ihr beide nicht einfach gemeinsam in den Sonnenuntergang verschwunden seid. Dann hätte ich doch nie von meinen Abenteuern erzählen können. Das ist nicht, was ich meine. Mir scheint nur einfach, dass ihr eure Zeit miteinander sehr genossen habt. Und dass ihr vielleicht nichts gegen etwas mehr gehabt hättet. Wo werdet ihr als nächstes hingehen? Ich sollte vielleicht mit Melina sprechen. Sie war ziemlich sauer, als ich ging. Ich schätze, ich sollte mich entschuldigen, solange es noch geht. Guter Gedanke. Möchtest du, dass ich mitkomme? Nein, ihr solltet das allein besprechen. Oder besser gesagt, mit ihr. Und ich muss nach Rufus sehen. Vielleicht hat Hex ihr in der Zeit einige Zaubertricks beigebracht. Du hast sie mit Hex alleine gelassen. Und mit Grace. Keine Sorge, es ist nichts in Flammen aufgegangen. Ich sollte los. Aber bevor ich gehe, möchtest du vielleicht irgendwann heute oder morgen etwas unternehmen? Also irgendwas. Oh, du meinst zusammen irgendwo hingehen? Wir könnten Charaden, den Werwölfen, spielen. Ich glaube, er meint so etwas wie ein Date. Zu zweit. Hast du vielleicht auch okay, sehr gerne. Cool, ich hole dich um. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Ich auch. Friebel hat ein Date. Was viel bedeutender ist eher Aura, Kumo, wer auch immer hat ein Date. Das ist viel beeindruckender. Er hat mich um ein Date gebeten. Das hat er. Das. Oh, was mache ich denn jetzt? Glaubst du, Archie hat Bücher über Dates? Oder vielleicht sollte ich die Hydra um Rat fragen. Sie kennen sich bestimmt mit Dates aus, oder? Archie ist immer noch auf seiner Quest und ich bin zufällig hier. Ja, das stimmt. Was soll ich machen? Geh einfach hin, sieh, wohin das führt. Oder wohin er dich führt. Hoffentlich irgendwo, wo es schön ist. Ich fühle mich sicher bei ihm. Vielleicht sollte ich dem einfach mehr vertrauen.
In erster Linie solltest du ehrlich mit ihm sein. Er mag dich, so wie du bist. Also versteck dich nicht. Das ist es ja. Warum mag er so jemanden wie mich? Weil du eine wundervolle Person bist, vielleicht. Das sagen so viele. Aber es fühlt sich besser an, wenn ich mich verstecke. Verstehst du? Ich glaube, dafür ist es wenig zu spät. Meinst du nicht? Tut mir leid, dass ich gelauscht habe. Ihr wart nur einfach so niedlich. Ist schon in Ordnung. Ich fand auch, dass wir. Aber jetzt, wo er weg ist, kommen die ganzen Gedanken wieder. Und ich bin mir nicht sicher, ob er es so gemeint hat, wie ich dachte. Vielleicht wollte er einfach nur nett sein. Er hat dich nach einem Date gefragt. Nur weil er nett sein wollte? Vielleicht hat er ja nur Mitleid gehabt mit mir gehabt oder so etwas. Was meinst du, Gastwirte? Ich glaube, Fehl hier könnte einen Drink vertragen. Vielleicht etwas, um den Verstand zu entwirren. Ein schneller Ausweg, um diesen wirren Gedanken zu entkommen. Das klingt gut. Ich sehe mal, was ich so tun kann. Vielleicht haben wir ja da einen passenden Drink für Fäbel. Ich weiß ja nicht. Gibt es da einen Drink, den man Fäbel anbieten könnte? Wie für Fäbel gemacht ist. Ich weiß nicht. Wie wäre es hiermit?